Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und Mathilde ist bei mir bekleidet. Ja. Ja, wir wollen nochmal so eine tolle Nachtsichtmaske besorgen und irgendwie wollten wir noch auf die Fresse hauen, in irgendeinen Dungeon wollten wir noch gehen, genau. Ja, da bei diesem Werwolf-Verschnitt-Dings. Ih, scheiße, jetzt habe ich Epona. Epona will ich nicht. Geld. Oh, ich bin noch gar nicht so weit. Warte, wo ist mein Fuzzi? Ah, warum kann ich hier nicht so absetzen wie bei Red Redemption, Mensch? Fuzzi, da bist du. Plätze! Epona! Halt! Epona, bleib hier! Epona, lauf doch nicht weg! So. Lass mich raten, Epona ist noch mit Zeug beladen? Moment. Ach, ich hab nichts im Tjosten mit. Oh. Ja, so ein bisschen. Vielleicht vorher entladen? Brauchst du Hilfe? Da sind auch Drachenknochen drin gewesen. Ah, cool. Gut, gut, gut. Wir sind gut vorbereitet. Total. Oh, da sind auch die Tränen zweier Völker drin. Aha. Ich halte mal die Tür offen. Ja, ja, kann sich nur um Stunden handeln. So viel? Oh, ne. Jetzt müsste so Musik eingespielt werden. Nee, Jeopardy-Musik. Jeopardy? Nee, aber keine Ahnung. Ach, das war schon richtig. Ja, ich wusste gerade nicht mehr weiter. Zu lange her. Da war ich noch jung, als das im Fernsehen lief. Damals hat man noch Fernsehen geguckt. Als man jung war. Naja. Na, willst du noch schnell was schmieden, oder? Nein, ich habe ein bisschen überlegt, weil hier sind keine Schlangenpfeile mehr und ob ich Heilpfeile mitnehme und so. Und steht dein Pferd auf der Treppe? Ja, mein Pferd steht auf der Treppe. Und hast ein Problem damit? Nein. Das ist gut. So, ich bin da. Juhu! Also, wir wollen ja eigentlich nur die Nachtsichtbrille holen, ne? Genau, nur kurz rein, da den einen Typen auf den Kopf hauen und dann wieder weggehen. Genau. Es waren ja noch ein paar Hohlköpfe da, so 20 Stück. Die hauen wir aber auch nochmal kaputt. Und dann wollten wir nochmal zu so einem Werwolf-Dungeon. Ey, Leto, Mann! Ja. Komm mal klar in deiner Leto-Welt. Hey, was? Hey, ruf mich nicht an, du. Hey, was geht? Sonst ruf ich dich. Ach. Haben wir uns das ungefähr markiert, wo der war? Ja, haben wir. Haben wir? Ich glaube, ja. Ich habe irgendwo ein Fragezeichen gesetzt bei mir. Hm. Ach nee, scheiße, es war woanders. Upsi, dupsi. Hier ist eine Höhle, das war bestimmt dieser Scheiß. Keine Ahnung. Nee, wo war denn der? Aber ich glaube, der war doch hier bestimmt bei den Archiven oder so, ne? Ach, egal. Das werden wir schon wieder finden. Genau. Rennen wir zu meinem Lieblingsfreund, den Schlüpferkönig, und dann gehen wir in die Richtung, wo wir vorher nie lang gegangen sind. Bis auf letzte Folge. Das ist, sollten wir leicht finden.
Platz. Platz da! Sind die gerade bei dir auch so lustig gegeneinander gespielt? Richtig, die haben Rambock gespielt. Das hatten sie bei mir letztes Mal auch gemacht. Ihre ist nicht links. Ja, wir müssen da irgendwie runter. Gefühlt ist er hier auch gleich links. Der Schlüpperking. Na, ich glaube, ich locke ganz viele Untote an. Heidi, ho! So, hier ist der Drache und ich meine, der, den wir suchen, war genau auf der anderen Seite. Genau, ich bin jetzt schon beim Schlüpferking und dann müssen wir nur auf die andere Seite. Leider habe ich so ein paar untote Freunde hinter mir. Ach, ist nur einer? Die anderen interessieren sich nicht für mich? Puh. Ne, da kommt gerade noch einer. Das ist eine ganze Meute. Hallo Schlüpferking. Tschüss Schlüpferking. Du hast viele, viele Fans. Ja, das ist... Das Problem ist, wir reiten jetzt da drauf direkt zu und der hat ja auch viele Fans. Wollen wir die nicht vielleicht schon ein bisschen eliminieren, die jetzt kommen? Wäre sinnvoll, ja. Los, ihr Hohlköpfe! Ey, lauf nicht weg! Bleib stehen! Also gegen die Hohlköpfe zu Pferde ist echt nicht leicht. Ich finde mit dem Tjörststab, wie es scheint, dreimal treffen, tot. Cool. Ah, siehst du, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich finde das sehr entspannt, also so alte Herren kämpfen. Vor allem beim Mountain Blade ist das ein bisschen anspruchsvoller. Da musst du die Stange halten und dann noch ein bisschen Schwung holen zu Pferd. Und dann musst du noch auf die Geschwindigkeit des Pferdes achten, weil dementsprechend hast du verursachst du Damage. Und scheiße, ich lock schon den nächsten an. Betet schön weiter beten. Ich habe euch nichts getan. Ja, das sind die aber anders. Ist doch nur einer, zwei. Egal, jetzt holen wir uns die anderen. Oder wollen wir die noch töten? Ach komm. Den tollen Tjörststab. Ah, nicht getroffen. Voraussetzung ist immer noch, man muss treffen. Ich finde auch, wenn man eine Geschwindigkeit X hat, müsste man die Gegner umrempeln können. Umreiten kann man sie ja tatsächlich. Nee, dass sie auf den Boden fallen. Finde ich. Okay, willst du die alle auf einmal nehmen, oder? Ich reite jetzt einmal durch, mal gucken, was ich alles so kaputt mache. Hallo, 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 hallo. Es funktioniert ganz gut. Ich mach keinen kaputt, aber ich mach so alle ein bisschen kaputt. Ja, man reitet die tatsächlich auch so ein bisschen kaputt. Hallo. Ich glaube, der Böse rennt die ganze Zeit wie ein Idiot hinter dir her. Wer? Achso. Der große. Achso, ich dachte, der wäre schon tot, ich sehe den gar nicht. Nein, der rennt die ganze Zeit hinter dir her. Aber machen wir erst das ganze Kruppzeug hier. Läuft doch. Irgendwie macht man da schon ein bisschen Schaden. Ich hab die Stange gerade mal ausgerichtet und ist er mir reingelaufen. Das ist ja lustig, so ein Idiot. Also die standen ja auch in Reihe und Glied, da habe ich so mehreren Leuten gleich Schaden zugefügt. Ja, ist doch gut. Ach, ich gucke einfach mal von außen zu, trinken einen Schluck. Ja, aber ich glaube, bei dem lohnt es sich die Stange nicht so irgendwie. Oh.
jetzt hat er mich getroffen. Meine eigenen Leute haben mir den Weg versperrt. So, jetzt muss er tot sein, jetzt kannst du looten. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob das in der Truhe war, der ganze Scheiß, oder... Hm. Kann sein, weil er hatte jetzt keine dabei. Aber ich habe die Schwere. Also in der Truhe waren nur ganz normale Sachen. Eisenverstärkung, Holz braucht man nicht. Beiden? Ja. Oh, schade, dann hat der die nicht jedes Mal dabei. Dann habe ich jetzt eben keine. Hat der irgendwie aber dafür andere Sachen gehabt, oder was? Ja, der hatte ein legendäres Rüstungsreparatur-Kit und die Schwere. Eine Axt. Ja, mein Gott, dann komm mal wieder. Ja. Merkt ihr diese Hufe? Die Hufe kommen bald wieder und trampeln wieder auf dir rum. So, warte mal kurz. Ich will mal kurz. Wir müssen da genau die Ruinen von alten Neptun. Da war das irgendwie. Also, wir müssen nach Norden. Also nach rechts. Rechts Norden. Von mir aus gesehen. Genau. Wir müssen da irgendwie rechts hoch. Na, jetzt habe ich auch keine Lust mehr auf Untote. Nee, ich auch nicht. Oh, da geht eine Leiter hoch. Treppe. Dings. Weißer. Na, willst du den Skorpion pieksen? Ja, hab ihn aber nicht getötet. Wäre auch zu schön gewesen. Ich meine, ach, jetzt fällt mir gerade ein, was ich vergessen habe umzustellen. Was denn? Scheiß Steam-Einblendungen. Hm. Dann ist ja gut, dass da mein Bild drüber ist. Das ist wirklich gut. Das ist eine gute Idee. Dann brauche ich das nicht hier rausnehmen. Ja, genau. Du. Ha! Ich wusste doch, dass sie hier ist. Scheiße, ich habe das Bett nicht mitgenommen. Egal. Waren wir nicht da schon mal drin? Nope. Wo reitest du denn? Aber ich würde sagen, die Pferdchen stellen wir hier ab. Ne, ich stelle sie hier ab. Das ist ein guter Platz. Bisschen im Schatten. Ah, oh, Leibeigen hier nicht zulässig. Guck mal, Epona ist direkt da schön, wo auch was Grünes ist. Ey, geh mal weg hier. Ah, ist mal allein in der Sonne. Hm. Der Schatten wandert bestimmt. Oh, warte, das stimmt, ich kann mir hier bestimmt... ein Bettchen bauen. Ja. Hier sind ja so viele Pflanzen. Fasern. Oh,
Ach, zwei Äste brauche ich. Drei Zwirn. Zwei Äste? Mhm. Weil hier hinten sind ja tote Bäume, die geben noch bestimmt Äste. Oh, ich habe zwei Spitzhacken dabei. Ach, hier liegen auch Äste. Ich kann dir welche rumbringen. Cool. Wenn es wirklich nur zwei sind. Ja, zwei. Okay, dann lass mal mit dem Wölfchen reden, weil ich glaube, der muss uns so einen Trank geben, den wir dann trinken oder so. Okay. Come to me. Ah. Wir brauchen Wildfleisch. Repellent to you, human? Wildfleisch. Gibt's hier keine Hyänen, die wir mal ganz schnell platt machen können? Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ach, warte, kriegt man nicht Wildfleisch von den Skorpionen? Jo, ich hab 24 Wildfleisch. Was? 24? Ich hab nur 3. Ja, ich hab ja auch eine Schlachteaxt genommen. Dann gib nochmal ein, zwei raus. Ah, jetzt hat er alle rausgeworfen, der Idiot. Danke, jetzt hab ich gar keine mehr. Die ging nochmal aufteilen. Aufteilen. The dark moon wanes, human. Ach komm, ich kaufe noch mal eine auf Reserve. If I am gone when you return, know that I have returned whence I came. Müssen wir, oder? Oh ja, ich gehe schon in den Dungeon. Ah. Ach, du bist schon drin. Mhm. Benutzt oder nicht benutzt? Ich habe benutzt. Dann benutze ich auch. Okay. Ah, kommst du automatisch rein, okay. Genau. Okay, sieht ja schon mal ganz cool aus hier. Nein, nein, fliegt! Da ist irgendwie ein Weg. Da ist irgendwie so ein Eingang. Die Tore. Achso, hier ist. Okay, hier ist. Zu, da geht's nicht hin. Ja, dann folgen wir doch mal diesem Weg. Gut, dass wir ihm zugehört haben und jetzt wissen, worum es geht. Ups. Ist jetzt rausgegangen. Nein! Ich dachte, es wäre Wasser gewesen, ist der Ausgang. Und du landest im See von unseren Nachbarn. Dup, 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 dup. Mein Pferd ist weg. Ich wollte doch nur Wasser mitnehmen. Puh, das kann dauern. Ich glaube, geh mal alleine weiter. Garantiert nicht. Wir schneiden einfach, bis du hier bist. Na, das ist die richtige Lösung. Dann bis später. So, nachdem ich einmal durchgespielt habe, den Dungeon, bin ich wieder da. Gibt's ein Pinkelbild? Hier ist noch zum Pinkeln. Hey! Ach, bist du doch wach? Ja, ich will nicht, dass du auf mich drauf pinkelst. Ja, sorry, ich dachte, das wäre ganz normales Pinkelwasser, einfach nur mit Wasser mit Effekt oder so. Kann ja keiner an, dass es ein Ausgang ist oder so. Nein, nein, was machst du denn da? Tanzen?
Da mache ich mit. Jetzt. Ausdruckstanz. Doch. Juhu. Nein, nein, tanzt er bei dir auch, oder? Nein. Dann ist es nur bei mir. Bei mir, der weiß ich nicht, sieht cool aus. Los, lass uns tanzen. Leto, mach mit. Daneben nicht. Warte. Mathilde macht mit. Juhu. Oder auch nicht. Doch. Was? Ich kann mit meinem aktuellen Status keine Emotes machen? Wollt ihr mich verarschen? Aha. Doch, kann ich. Wir tanzen. Das ist der Schlangentanz. Ich weiß nicht. Der Schlangentanz. Ich weiß nicht, welchen Tanz Nein Nein macht, aber den können wir alle nicht. Und Leto ist einfach uncool. Dance, baby, dance. Reicht okay, dir. Reicht auch, ja. Gut, Leto, tanz mal alleine weiter. Nicht Leto, nein, nein. Kann man die Pilze sammeln? Oh, kann man. Ah, kack. Dein. Klingt ja sehr sympathisch. Ich hab dir nicht zugehört, ich sammle einfach Pilze. Ja, hier der. Achso, echt Pilze? Die Leuchtendinger? Ich weiß nicht, wofür ich die brauche, aber. Sammel mal. Ja, hier Boote, bla, Kind der Nacht. Jon hat das Kommen angekündigt, bla, bla, bla. Ach, ich schlachte alles ab hier. Einst haben mich alle lebenden Esen verehrt, aber sie vergessen. Selbst die Tiere vergessen. Jeder Weg ist ein Pfad der Erinnerung. Hm? Oh, links oder rechts? Keine Ahnung, ich muss erstmal ein gratis Herz einsammeln. Mach mal. Hey. Ah doch, krieg ich. Rechts ist ein Wildschwein, links ist eine Hyäne. Was ist denn? Wildschwein. Sieht so aus. Können wir schlachten. Schweinefleisch, her damit. Ups, falscher Tick. Dann machen wir. Oink, also, oink. Siehst du? Ja. Oh, die sind ein bisschen stabiler. Stabile Wildschweine. Aber nur ein bisschen. Hast du dann Hacksteak-Messer ja, dabei? Ja, Schlachtermesser. Okay. Pass auf, dann können die Pilze am Ende gar nichts. Also ich habe mit bisher noch keinem Pilz was machen können. Oh, Wildschwein und Leute. Anhänger von jeweils Sack. Ja, die brauche ich. Ja, ich zack das Schwein. Ich brauche noch ein paar Herzen. Oh oh. Oh oh? Jo, ich bin kurz AFK. Oh oh. Das oh oh. Okay, dann machen wir hier eine kurze Unterbrechung. Ja, da bin ich wieder. So. Wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten weitergehen. Ja, wir wollten weitergehen, okay. Die Leichen haben sich schon aufgelöst hier. Mm. Oh. Aus welcher Richtung kamen wir? Ah, guck mal, Bitte da sind rein. Noch Schweine. Also immer ein Wildschwein hinterher, ja? Guck mal, da hinten ist schon so nächster Hugo und zwei Wildschweine. Zweimal Headshot. Oh, der Hugo ist tot. Ja, zweimal in den Kopf geschossen. Der Kopf rollt auch ewig runter. Ach,
Nein, die Leiche ist weg. Ich konnte das Herz nicht... Nein, ich sehe die Leiche noch. Die liegt hier. Warte. Ja, ich sehe sie aber nicht. Egal. Ganz viele Hugos. Schnell hin, bevor die Leiche wieder verschwindet. Achtung, das nächste kommt. Oh, exquisites Fleisch. Ich hoffe, das wird nicht schlecht. Und rohes Schweinefleisch hat er auch. Was man mit diesem Pilz Amanita machen kann. Keine Ahnung. Aber die kriegen wir nicht mehr wieder, oder? Oh, Wölfchen. Oh, da ist eine Zeichnung an der Wand. Und wieder Flitzepiepen mit Wölfchen. Die Gegner werden also immer schwerer und es ist kalt hier. Kalt ist scheiße, weil... Mhm. Falsche Rüstung an, ne? Also... Ja. Wir hätten es nicht für den Wolfweg entscheiden sollen oder für den Wildschweinweg, sondern für den anderen, der wäre wahrscheinlich wärmer gewesen. Rein theoretisch können wir noch zurücklaufen, ne? Ja, mal gucken, wie kalt. Wir können ja erstmal gucken, vielleicht wird es ja nicht so kalt. Genau. Ist ja nur ein bisschen abkühlend. Jetzt ist auch wieder nicht mehr kalt. Hat es hier noch nie gefallen. Ja, jetzt kommt hier, es kam hier so ein Bild mit Menschen. Das heißt, wir haben jetzt einen menschlichen Gegner. Hm. Da sind noch Wölfchen. Noch mehr Wölfchen. Noch mehr Wölfchen. Meine Güte, wie viele Wölfchen sind hier denn bitte? Jetzt reicht's hier aber langsam. Ja, finde ich aber auch. Willst du die nur auseinandernehmen? Nee. Die geben nur Wildfleisch und vielleicht Klauen. Aber Wildfleisch braucht man nicht. Nein. Habe ich überhaupt noch Wildfleisch? Ja, habe ich. Da sind noch mehr Wölfchen. Ein paar Arme.
Jetzt kommt aber wieder Hyänenbild. Nee, das ist ein Bild. Achso, dann habe ich mich verkauft. Ist auch ein Kackvieh. Kackvieh und Kackvieh. Noch Mensch. Noch ein paar Wölfchen. Mhm. Jetzt wollte ich meine Waffe ziehen und habe zwei Keulen gegessen. Oh, guck mal, da leuchtet was. Der Ausgang. Ha. Der Endgegner. Was geht rechts auch noch weiter? Oder die Barriere? Mhm. Müssen wir wahrscheinlich erst hier den Endboss links killen und dann kommen wir da weg, oder was? Bruder der Nacht, erwache! Jemand, der sich erinnert, naht. Zeig ihm die Dunkelheit. Oh! Oh Gott, ich bin da durchgegangen und ich kann nicht zurück! Heinrich, komm zu mir! Was soll ich da? Keine Ahnung. Hindern, dass ich sterbe? Ich soll jetzt auch lang gehen? Ja. Ah, ich könnte noch hier die andere Seite lang gehen. Okay. Ah, ich will nur kurz gucken, was da ist. Okay. Menschen. Und Hyänen. Ich will nur kurz gucken. Ja, ja. Ob es bei mir weitergeht oder bei dir? Hier ist ein Bäumchen. Ich glaube, du bist richtig gegangen. Ich habe hier nur Ungeziefer. Wie auch immer, ich kann nicht zurück. Ja, wie auch immer, ich komme gleich. Okay. Da steht irgendwie ein Panther auf der Lichtung. Ah, ich mach mal Nachtsicht hier. Hätte sein können, dass eine Truhe hier ist oder so. Keine Ahnung. Ja, stimmt natürlich. Aber hier scheint nichts zu sein. Also hier ist es kalt, aber nicht sehr kalt. Ja, ich komme zu dir. Jetzt bin ich auch bei dir. So, und da ist ein Panther in der Mitte. Ich schieß mal auf den. Der ist bestimmt böse. Ja, der hat 3 Toten kaputt. Und der ist schnell. Nein, nicht auf mich! Warum? Ich hab nichts getan, Junge! Komm mal klar in deine Kasperwelt! Leto, wie wär's, wenn du dem mal hilfst? Nein, nein, das wirklich gut macht. Nein, nein! Oh, das war's schon. Dann hat der was? Ich sag den mal, ne? Ja, mach mal. Pantherkopf, Schattenblüte. Wie langweilig. Oh, da geht's auch irgendwo hin. Wir haben 3 Wege freigeschaltet irgendwie, ne? Hm. Ich vermute mal, da der andere Weg wäre der, wenn wir bei die Linken genommen hätten. Lass mal hier rumgehen. Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Dass es 2 Möglichkeiten gäbe, da hinzukommen. Hm. Dann müsste jetzt hier der See sein. Ja. So, haben wir doch gut ge... Oder willst du mal zurück, den anderen Weg gehen? Ja, gucken wir mal. Wir können ja mal kurz gucken, was da ist. Genau. Aber ich muss mal zwischendurch was trinken. Mach mal.
Dann links, ne? Ja. Also ich gehe da. Also gerade aus dem Menschen. Rechts haben wir Panther und links haben wir Bären. Was ist dir lieber? Otter. Also, wenn wir die Menschen wählen, kriegst du Herzen. Och, schon, komm. Rechts vor links, aber die goldene Mitte geht vor. Das sind vier. Heidi ho. Außerdem haben die Menschen vielleicht sowas wie Silber- oder Goldmünzen dabei. Komm noch ein paar. Der hat zum Beispiel eine Goldmütze dabei. Ja, und die haben alle Herzen dabei. Finde ich sehr nett von denen. Nobody here. Hä? Der hat gefragt, who's there? Da sagte ich, nobody here. Oh, schon mal 24 Herzchen. Was machen die denn da? Hat sich einer gerade eingegraben bei mir. Sind die jetzt untot oder was? Ey, bleib stehen, wenn ich mit dir kämpfe. Ey, da hat sich gerade. Aus einem kam, wurde zwei. Der hat gescheatet. Die hatten ganz schön viele Eier dabei, wenn ich das mal so sagen darf. Die haben auch ganz viele Herzen dabei. Da ist eine Höhle, da geht der Weg weiter. Geh mal in die Höhle rechts. Ja, ich komme mit. Ach nee, das ist nur eine Abkürzung. Okay. Ich höre Knurren. Ja, ich auch. Da sind die Pantherchen. Drei Stück.
Und ich habe eine Muschi vor meiner Linse. Sehr hinterhältig. Sollte meine Aufnahme auf einmal weg sein, liegt es daran, dass die Katze die Aufnahme... Hallo, kriegt. Schläfst du noch? Aufstehen. Abschlachten. Geht doch. Also langsam ist es hier echt... Hier ist wie ein Mensch. Immer da weiter. Und Muschi. Da. Zum Lagerfeuer, würde ich sagen. Ja, Nashornsuppe. Hey, ich suche gerade einen anderen Menschen. Du kannst mich hier einfach nicht angreifen. Das ist voll unfair. Habe ich deine Leiche verloren? Bin hier gerade am Rumpfleddern und so. Ich kann auch schreien. Ach, nimm alles. Ah, die schauen aber in die andere Richtung irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht, wo es weitergeht. Ich war hier noch nie. Auch gern zurück, wenn du möchtest. Ich weiß es nicht. Ja, lass mal zurückgehen. Ich habe den Eindruck, das ist hier einer der anderen Wege. Ja, weil die, hast recht, die drehen uns ja den Rücken zu. Naja. Hier ist schon wieder ein Panther gespawnt. Nee, das ist ein Skadaver, der steht nur irgendwie bei mir. Ach so. Gehen wir mal hier lang. Da sind jetzt Bären. Jetzt sind wir auf dem Bärenpfad. Hä? Wir hätten noch weiter zurücklaufen müssen. Los, roll, Dickerchen. Immerhin haben wir jetzt einen Schwarzbärkopf. Ja, kommt gleich der nächste. Oh, hier ist Wasser. Diesmal kein magisches Wasser. Nein. Ist gut, dann kann ich meinen Wasservorrat auffüllen. Ja, ich meine auch. Ich habe nämlich Durst. Oh, und da ist auch wieder so ein Zeichen. Erstmal muss ich trinken, das brauche ich nicht. Ja, das habe ich auch gemacht, weil langsam wurde es doch etwas weniger. Es war zwar noch kein Problem, aber es wurde weniger. Das brauche ich auch nicht. Wo ist denn meine verfickte Trinkflasche? Da. So. Jetzt kann es weitergehen. Das ist ein Gorilla. Ich geh mal durch. Bruder des Mondes, erwache. Boah, der ist groß. Boah, ihr macht das schon. Hä? Treffe ich den Typ nicht? Zwischen die Po-Backen! Bisschen Bonusschaden. Hm. Oh Mann, das sieht von hinten aus. Ich wollte es mir nochmal angucken, aber gut. Jetzt gibt es hier wieder zwei Wege. Der hier wird wahrscheinlich wieder zum Fluss zurückführen.
zum Ding. Ja, genau, immer der mittlere. Und hier wird es dann entsprechend weitergehen, denke ich mal. Ja. Was kommt jetzt? Das ist mein heiliger Hain. Den nur wenige Auserwählte zu treten, betreten wagen. Das alte Blut singt in deinem Herzen, Kind. Lausche seinem Lied. Da runter? Dann gehen wir doch mal da runter, oder? Ja. Hm? Gorillas im Nebel. Sozusagen. Und irgendein Typi. Oh, der arme Gorilla. Es gibt so wenig von denen. Aber Goldstaub ist auch wichtig. Oh ja, Goldstaub ist schön. Die andere Leiche ist schon weg. Schade. Oh, der hier hat deine geliebten Fettraupen. Ja, ich habe schon welche eingesammelt, Fettraupen. Brauchst du noch ein Panther-Trophäe? Nee. Schade, dass man die Pfeile nicht einsammeln kann. Hm. Oh, ganz viele Leute. Ich nehme jetzt auch keine Eisenbahnen mehr mit. Ich bin schon recht voll. Ich bin auch schon ziemlich gut voll. Oh, der hat noch geschlafen. Ja, darum habe ich den gleich in den Kopf gepiekst, damit er wach wird. Ich fand das nur fair. Das ist aber nett. Ja. Die Säbelzahnmuschis! Ah! Die mag ich nicht. Ich auch nicht.
Warte mal kurz, ich muss mal durchreparieren. Ja, hier geht's eh nicht weiter. Oh. Doch, Bruder des Nebels, erwache. Hier kommt ein Herausforderer, dessen Volk es wagte, dich zu unterjochen. Ah! Heinrich! Ja. Da. Hab jetzt nichts gelesen, aber... Soll ich da... Oh, da ist ein großer Stier. Man den vergiften kann? Der ist ja sehr aktiv. Ey, Stier! Ah! Jungs, ihr schickt mich da runter und dann bin ich auertot. Ja, kann man vergiften. Ich hab mal Nein-Nein runter bewegen lassen. Das ist eine gute Idee. Kannst du es mit Leto auch machen? Ja, ich hab ihm gesagt, er soll das machen, aber Leto bleibt einfach stehen. Naja, Leto, Alter, macht was er will. Ha, aber jetzt habe ich Leto zum Angreifen beordert. Los, Leto, angreifen! Aber ich fürchte, wir müssen da sowieso runter, wenn wir mit dem durch sind. Wenn wir mit dem durch sind, ja. Versuch mal auf ihn drauf zu springen. Oh, schlacht ihn mal. Aua. Jo. Hm. Exquisites Fleisch habe ich bekommen. Und nu? Ich würde sagen, den einzigen Pfad, den wir zur Auswahl haben, lang. Ja, war jetzt mal ein bisschen gescheatet so. Warum? Wir haben ihn doch besiegt. Ja, man hätte. Wer sagt denn, dass wir in einen Zweikampf mit denen gehen müssen? Steht nirgendwo. Hätten sie das gewollt, dann hätten sie uns da runtergeschmissen. Genau. Oh, ich hab langsam keine Lust mehr. Kloppen uns hier jetzt einfach ganz brutal durch. Ja. Weiter geht's. Sind viele Wölfchen. Mal gucken, ob die gegen uns kämpfen. Bestimmt. Oh ja, die sehen auch schon. Was hast du denn gedacht? Ja, weil das so welche sind, die, wie der draußen auf uns gewartet hat. Ja, aber die sind doch bestimmt nicht nett. Ah! Wie, nur Wildfleisch? Toll. Dafür ist er wieder so ein Symbol. Vielleicht der letzte. Alle guten Dinge sind drei. Hier ist dann ja schon der vierte. Ja, oder vier. Bei dem einen hatten wir aber kein Symbol. Warte mal, hier sind rote Leuchtepilze. Ich bin schon halb drin. Ach, ist auch Armagnete. Okay, ich komme ja. Ich bin schon drin. Ich bin da. Bruder des Blutes, erwache. Na toll. Der ist ein bisschen flink. Ja, aber der ist kein Problem für unsere Jungs. Alter, ist der schnell. Ich bin echt froh, dass wir unsere Jungs hier haben. Jo. Ich sammle mal Pilze. Ja, gut. Ja, einmal auseinandernehmen, bitte.
Da ist. Vielleicht eine Erinnerung habe ich. Guck mal in den Himmel. Ach du Scheiße. Will der jetzt mit uns kämpfen? Sind wir hier bei God of War? Schläft er jetzt? Schämt er sich? Ich weiß es nicht. Ja, geh mal in die Ecke. Geh in die Ecke und schäm dich, Kleiner. Geh in die Ecke. Er hat seine 5 Minuten Auszeit bekommen. Das ist der Ausgang. Ob wir bei dem Blutsee auch irgendwo durchkommen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ist das vielleicht auch ein Portal für irgendwas? Ah, das ist diesmal eine Pfütze. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich sammle noch mal ein paar Pilze ein. Ach, ich habe davon jetzt schon 30 oder 62. Okay, ich habe auch 60, 62. Okay. Reicht mir jetzt mit Leuchtpilzen. Dann gehen wir zurück. Weil du 62 hast, habe ich jetzt 67. So, das Problem ist unsere... Jetzt bin ich aber woanders reingeflogen ins Wasser. Nee, in der Nähe. Okay. Nee, gar nicht in der Nähe. Scheiße. Unsere Pferde stehen da jetzt noch, ne? Ja, unsere Pferde stehen da noch. Ist aber keine Lust, die in dieser Folge noch zu holen. Ich würde sagen, das machen wir offscreen. Genau, das machen wir offscreen. Und, wer bist du? Ich hau dir einfach in die Fresse, weil ich es kann. Alter. Die hat angefangen mit Waffen. Ich wollte ohne Waffen. Ja, wenn euch das gefallen hat, die Folge, hinterlasst gerne einen Like, einen Kommentar. Oder alles. Und wir machen jetzt Feierabend. Aber ich freue mich gerade, wo mein Fleisch der Erinnerung ist, das ich gekriegt habe. Ach, wahrscheinlich habe ich das mit dem geteilt oder so. Auf jeden Fall habe ich Schweinefleisch bekommen und das will ich ganz schnell verarbeiten, bevor es schlecht wird. Genauso wie das exquisite Fleisch. Jo, dann hinfort. Genau, ja. Und ihr haut rein, bis zum nächsten Mal. Liken, kommentieren, etc. Ciao. Ihr kennt es. Tschüss.